müssen wir den Löwen nur noch finden. Ah, da. Beziehungsweise ist ein Tiger kein Löwe. Auf euren Befehl! So, den immer schön hin und her kiten. So. Danke, dass ihr dieses wilde Untier bezwungen habt. Ihr habt euch als ein Verbündeter in der Not erwiesen. Kommt in unser Dorf und errichtet einen Handelsposten bei uns, damit wir Tauschhandel betreiben können. Wir werden euch auf diesem Wege mit Stein versorgen. Das klingt gut. Also ja, wir lernen jetzt die nächste neue Mechanik kennen, nämlich die Handelsposten. Weil er weiß, was ein Handelsposten errichten kostet. Hallo? Ah, 12 Holz, 100 Gold. Ein Kallen wurde ausgesandt. Sofort! Wie ihr wünscht. Wir können den... aber auch gerade kein Holz verkaufen. Okay, weil wahrscheinlich, weil wir da selber Holz kaufen können. Ah, doof. Was ich mir wünschen würde, ist, dass unser Werte... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oh, wir haben Steine gekriegt. Das stimmt, sie sind ja jetzt Verbündete, also kriegen wir auch Gold. Ja, was nett wäre, wäre, wenn unser... Oh, was wir jetzt machen könnten, natürlich. Nein, können wir nicht, wir brauchen 25 Steine. Das Lagerhaus ist voll. Haben wir also keine Wahl. Wir müssen Holz wegschmeißen, aber nicht zu viel Holz. Ja, ich würde mir wünschen, dass unser Kapitän jetzt bald mal wieder auftauchen würde. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Euer Kontor in Jambai ist eröffnet. Macht uns nun in eurem Handelsposten ein Tauschangebot. Für die Waren, die ihr von uns monatlich erhaltet, erwarten wir von euch Lieferungen. Solltet ihr die festgelegten Warenmengen nicht liefern können, setzt der Austausch für einen Monat aus. Ja. Wir können nun in Jambai Steine für unsere Mauer beziehen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, wir können wählen, was wir tauschen wollen. Also natürlich, jetzt in der Mission wird großzügig getauscht. 9 Fisch gegen 32 Steine ist schon ein bisschen was. Wie sieht's mit Weizen aus? Der Weizen ist so gut, dass wir uns noch einen Bäcker leisten können. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, den nutzen wir aber erst einmal hier zum Ausbau.
Und ich weiß nicht, ob ich hier nicht einfach ganz dicht machen will. Verstanden. Sofort! Sofort! Hier kommt nun die nächste Überraschung. Habt ihr wirklich gedacht, die Truppen aus Tela seien zu eurem Schutze hier? Weit gefehlt! Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Oh, na, mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Ein auf euren Befehl! Dann ist zu uns schon unterwegs. Oh, und sehr schön. Das Lagerhaus ist voll. Sofort! Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ja, da einen Titel, der meinen Namen trägt. Ja, da musst du dich noch ein bisschen gedulden, Elias. Verstanden. Alles klar. Auf euren Befehl. In den Kampf. Schon unterwegs. Jawohl. Jawohl. Zum Angriff. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Nicht aufgeben. So. Hi. Damit sind wir die Räuber losgeworden. Alles klar. Müssen wieder Holz rausschmeißen. Alles klar. Können jetzt Elias befördern. Was geht hier vor? Was hat Kana getan, dass selbst die Dunes-Truppen ihrem Befehl folgen? Wir müssen herausfinden, was in Biorat vorliegt. Schicken wir einen Dieb zu diesen Verrätern, um nach einer Antwort zu suchen. Mhm. Ein Gebäude steht in Flammen. Machen wir erstmal hier hin zu. So. Als nächstes machen wir hier oben zu. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Etwas Anerkennung kann einiges bewirken. Viel Anerkennung bewirkt natürlich noch viel mehr. Okay. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ein neuer Titel. Das verspricht neue Einnahmen. Ja, jetzt ist Elias endlich glücklich. Wir können uns Seifen und Besenmacher leisten. Versuche hier zuzumachen. Ja, klappt. Alles klar. Wie ihr wollt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Als nächstes müssten wir eigentlich das Lagerhaus dort vergrößern, wenn wir das Geld dazu haben. Jawohl!
Das Territorium kostet 300. Ja, ist okay. Frag mich halt echt, Elias, komm mal her. Wie ihr wünscht. Sofort. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Aber ja, man kommt hier durch. Ja. Ei. Bisschen doof, aber ist so. Gucken wir mal, ob das so reicht. Alles klar. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl! Na, noch kann ich da durchreiten. Sofort! Ah ja, Lagerhaus ausbauen. Ich brauche dann wieder mehr Tierkörper. Das Lagerhaus ist ausgebaut, gut. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Schon unterwegs. Ei. Ja, aber Elias kann da noch durch. Das ist nicht gut. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Also das hier nochmal alles einreißen. Mal gucken, ob ich das Stein noch zurückkriege oder nicht. Verstanden. Sofort. Ja, die Kirche muss als nächstes ausgebaut schon unterwegs. Werden. Das können wir auch gleich noch machen übrigens. Bin mal gespannt, ob ich Steine zurückkriege. Wenn nicht, dann... Ist ein bisschen doof, aber da ist es halt so. Ja, ich kriege wenigstens einen Teil der Steine wieder. Was würdest du denn gerade verkaufen? Wieder Söldner. Gut. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen, wie ihr wünscht. Okay, jetzt machen wir aber unseren...
Wisst ihr was, wir speichern mal normal. Let's play. Speichern. So. Dann gibt es hier jetzt erstmal einen Cut und dann hoffen wir, dass das der Speicherstand besser funktioniert als der Quicksave. Also, bis gleich.